Die schrecklichen Simpsons-Vorhersagen für 2024. It's World War 3! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Dritter Weltkrieg? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Die schrecklichen Simpsons-Vorhersagen für 2024. Ich bin gespannt, was hier passiert, meine lieben Freunde. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und wir gehen jetzt sofort rein in den Peter. Ich bin gespannt. Let's go. Es gibt eines, das Menschen den Maschinen überlegen macht. Hunde! 2023. Mr. Burns, der Maniac. Ich war wirklich der Startpunkt für KIs. KIs erstellen mittlerweile Blogs, Social-Media-Plattformen und viele Webseiten. Auch in der... Ja, KIs haben mittlerweile sogar eigene Social-Media-Kanäle. So, haben wir ja letztens uns reingezogen, dass einfach eine KI quasi einen Kanal betreibt, Sponsoren bekommt, Onlyfans macht und diese ganzen Sachen. Das ist echt eine Entwicklung, wo ich sage, wow. Hätte man das vor 3, 4, 5 Jahren erzählt, hätte das dir keiner abgekauft. So. Industrie wird immer mehr auf künstliche Intelligenz gesetzt. 2024 werden wir wahrscheinlich erst richtig erfahren, was die KI alles kann. Und dazu kommen wir auch schon zu der ersten Vorhersage der Simpsons. Kurzer Disclaimer, bevor ihr mich in den Kommentaren kaputt macht. Bitte seht dieses Video als Unterhaltungsvideo. Es sind keine Disclaimer, ey, den Mann, Alter. Ich kenne den Jutzen gar nicht. Wie heißt der Kanal hier? You can't sleep, okay? Der Bruder kann nicht schlafen lange, sieht man ein bisschen auch, gell? Sagen die zu hundertprozentig passieren, das sind einfach nur wilde Theorien, wilde Spekulationen aus dem Internet, aus Reddit und so weiter. Deswegen geht da nicht zu tief rein, außer ihr wollt. Die Episode aus 2013 heißt Mein Freund der Roboter. Mr. Burns hat einen Plan, mehr Kohle zu machen und ersetzt seine Angestellten durch intelligente Roboter. Ihr werdet sie einarbeiten und danach ersetzen sie euch. Nur Homer bleibt als ein... wieder weiterhin angestellt. Doch nur um einen Sündenbock zu haben, um im Falle von Störungen und Katastrophen die Verantwortung... Ja, Digga, die Folge kenne ich noch, Bro. ...dafür an ihn zu schieben. Nun, damit hätten wir wohl unseren einzigen Angestellten aus Fleisch und Blut gefunden. Trotz dieser seltsamen Situation versucht sich Homer mit dem Roboterkollegen anzufreunden. Ihr seid meine neuen Kollegen. Und schafft ihr den Job oder schafft ihr euch? Doch wie erwartet, scheitert er damit, eine emotionale Bindung zu den Roboter aufzubauen. Ich sagte, habe ich recht? Habe ich? Also beschließt er, die Roboter umzuprogrammieren. Wenigstens fühlt er keine Schmerzen. Doch das hat schlimme Konsequenzen. Die Roboter werden unkontrollierbar und Chaos bricht aus. Du Mieser! Warum hast du das getan? Störfaktor. Du richtiger Mieser, Digga. Ich bin verloren! Laut den Simpsons werden KI und Roboter immer mehr Menschen ersetzen können. Wurden in der Vergangenheit Menschen nicht mehr benötigt. Und durch eine Vermischung mit künstlicher Intelligenz wird das Ganze wahrscheinlich nicht weniger. Ja, im Vergleich zu Menschen brauchen diese Maschinen keinen Lohn, keine Freizeit und können 24/7 arbeiten. Ich meine, das ist ja jetzt schon der Fall, dass so quasi auch diese was ich immer als Beispiel nehme, ist, weil ich damals auch Industriemechaniker-Ausbildung gemacht habe, schulisch. Diese ganzen CNC-Maschinen und so ersetzen ja heute schon sehr viele Arbeitskräfte, so, weißt du? Deswegen glaube ich, in Zukunft wird das definitiv so sein, dass immer mehr KI gibt und immer weniger echte Menschen, die für Unternehmen und so arbeiten. Weißt du? Es gibt ja teilweise jetzt auch schon diese, zum Beispiel Banken, ich war mal bei der Tomorrow Bank, bin ich jetzt nicht mehr, aber da hatten die zum Beispiel auch keinen Kundenservice mehr, sondern nur noch quasi so Roboter, KI, die mit dir redet und dir antwortet und so. Und wenn du wirklich mit einem Menschen kommunizieren möchtest, da gibt es doch keine Hotline mehr oder so, musst du eine E-Mail schreiben, weißt du? Gewinne maximieren. 2024 wird die KI immer besser. Es gibt sogar schon Roboter, die als Kellner arbeiten. So. Bleibt nur zu hoffen, dass es zu keinem Vorfall kommen wird, indem sich die Maschinen gegen uns stellen. Mr. Burns sieht aus wie Jakob Rothschild. Oh shit, Bro. Das ist miese Recherche, Digga. Der Burns? Kellner arbeiten. Bleibt nur zu hoffen. Wie der Jakob Rothschild, Digga, da gucken wir jetzt mal rein hier, würde ich sagen. Naja. Bernie-Vibes, Bro. Sind echt Ähnlichkeiten am Start. Ey. Dass es zu keinem Vorfall kommen wird, indem sich die Maschinen gegen uns stellen. Immerhin ist das ja auch in der Folge passiert. In Folge 17 aus Staffel 11 entdecken die Simpsons ein Indianer-Casino. Hey, ein Indianer-Casino! Doch Bart ist zu jung dafür. Eine Minderjährigen! Er kann sich jedoch hineinschleichen, indem er sich im Koffer des Bauchredners Arthur Crandall versteckt. Sei still, Gebo! Während Crandalls Auftritt im Casino springt Bart aus dem Koffer heraus und wird von den Casino-Wächtern erwischt.
Er wird ins Büro des Managers geschickt und dort zeigt ihm der indianische Manager eine Vision von seiner Zukunft, wenn er seinen Lebensstil nicht ändert. Willst du einen Blick in deine Zukunft werfen? Wirf ein kostbares persönliches Eigentum ins Feuer. 30 Jahre in der Zukunft ist Bart ein 40-jähriger biertrinkender Nichtsnutz. Ah. Der versucht, wie der Vater so der Sohn, sagst du, wa? Musikkarriere zu starten. Hey, seid ihr bereit zum Feiern? Er lebt mit seinem Bandkollegen Ralph Wiggum in einer Strandhütte am Meer, wo sie darum kämpfen, fühlig, die Runden zu kommen. Gerichtlich geräumt. Oh nein, ich hatte noch ein halbes Bier da drin stehen. Und an all dem bist du schuld. Beide sind darauf angewiesen, bei Barts Eltern und ihrem Nachbarn Ned Flanders zu betteln. Wir geben dir kein Geld. Aber nur, weil du Rod und Todd nicht geoutet hast. Sieht Marge und Homer am Tisch mit VR-Brillen sitzen und wie sie mit einem Schlauch digitales Essen zu sich nehmen. Bruder, wild. Digitales Essen nicht in mehr, Alter. Dieses virtuelle Nougat schmeckt wie Mist. Nicht halb so gut wie Cyber-Nougat. Was nun echt wirklich seltsam aussieht, könnte doch zum Teil Realität werden. Es gibt sogenannte Aerobankier, doch durch die VR-Brille sieht es komplett wie etwas anderes aus. Hinter diesem seltsamen Experiment ist das Ziel, die menschliche Wahrnehmung neu zu gestalten und die Art und Weise, wie wir Essen erleben, zu verändern. Bro. Die Idee ist zwar ganz lustig, aber ob das jemals wie bei den Simpsons sein wird, ich weiß nicht. Ja, was willst du denn mit virtuellem Essen machen? Da hast du gar keine Nährstoffe in dir dann, oder? Oder wie soll das funktionieren? Trumps Tochter wird Präsident. Donald Trump als Präsident vorhergesagt wurde, ist uns allen bekannt. Doch auch seine Tochter... Stimmt nicht ganz, Digga. Da haben wir uns ein Video reingezogen, wo das ein bisschen widerlegt wurde, so. Dass, Donald Trump als Präsident vorhergesagt wurde. Irgendwie haben die gesagt, das war doch nicht so. Ich weiß nicht mehr genau, inwiefern. Ah ne, Leute haben gesagt, dass diese Folgen oder diese Sachen erst rausgekommen sind, als der schon Präsident war oder so, keine Ahnung. Ivanka. Oder für die Kampagne oder so ein Scheiß, keine Ahnung, genau. Und soll nächstes Jahr richtig politisch aktiv werden. In einer der Horror-Specials, die man als Treehouse of Horror kennt, gibt es einen Hinweis aus Staffel 28. Sie lief 2017 und beinhaltet wie all diese Horror-Episoden mehrere Einzelfolgen. Homer hat sich in einer davon zu Halloween als Bender verkleidet. Das ist der biertrinkende Roboter aus Futurama, falls ihr den kennt. Die Platte von seinem Kostüm. Und dort sieht man einen Pin, den man während der Präsidentwahl oft trägt. Siehst du? Man sieht dort den Namen Ivanka 2028. Also ein Zeichen, dass nächstes Jahr Trumps Tochter in Erscheinung tritt. Und wie wir es in einer anderen Folge gesehen haben, soll ihr Vater 2024 Präsident werden. Homer steht mit Trump auf einer Rolltreppe und wird von seinen Haaren eingezogen. Während Homer über Trumps Kopfhaut fliegt, steht auf einem der Schilder Trump 2024, dass er nächstes Jahr wieder Präsident werden will. Also scheinen die Simpsons zu vermuten oder es zu wissen, dass Trump wieder Präsident wird. Ab der nächsten Wahlperiode wird dann möglicherweise... Vermuten oder wissen ist halt ein Riesenunterschied, ne? ...fangen. Seine Tochter Eva... Also, Zufälle ist halt immer so eine Sache, ne? Aber wir haben ja schon öfter mal darüber geredet. Ich kann mir vorstellen, also ich meine, wenn du einfach ein bisschen Fantasie hast, so. Ich könnte jetzt auch eine Zeichentrickserie machen und dann in der Zeichentrickserie Trump 2024 reinschreiben, weil ich entweder will, dass der Präsident wird oder davon ausgehe, dass er eventuell wieder Präsident wird, so. Heißt ja noch lange nicht, dass es Vorhersagen sind, so. Weißt du? Bei einigen Dingen, so. Deswegen ist das für mich immer so eine schwierige Sache zu sagen, ja, die Simpsons haben alles vorhergesagt. Oder einfach, der Creator hat eine krasse Fantasie gehabt und einige von den Dingen, die er in seine Serien eingebaut haben, sind da wirklich so geworden und einige nicht. Weißt du? So mäßig. Sich für die Wahl 2028 vorzubereiten. Mal schauen. Das ist eines der Was sagt ihr dazu? Glaubt ihr, dass diese ganzen Dinge in den Simpsons-Serien eingebaut werden, weil die schon wissen, was passiert? Eins. Oder glaubt ihr, dass viele von den Dingen eventuell auch aus Zufall passieren? Zwei. Jetzt mal ehrlich, Digga. Dinge, die 2024 passieren könnten. Zum Beispiel, dass uns ein schwarzes Loch verschlingen wird. Dafür schauen wir uns die zweite Episode der 24. Staffel an. Die unheimliche, verteufelte Zeitreise durch das schwarze Loch. Das ist wieder aus dem Treehouse of Horror Special. Durch Lisas Einsatz wird in Springfield ein Teilchenbeschleuniger errichtet. Welches wir dank des Einsatzes von Lisa Simpson anstelle eines neuen Baseballstadions errichtet haben. Obwohl der Teilchenbeschleuniger, crazy. Der nicht besonders gut arbeitet, gelingt es ihm dennoch ein kleines schwarzes Loch zu erzeugen. Oh shit, Bruder, das ist krass, Digga. Dieser Beschleuniger sollte dazu dienen, bisher unbekannte Phänomene im Bereich der Teilchenphysik zu erforschen. Oder Digga, stell dir mal vor, es kam wirklich so ein kleines Loch, so ein kleines schwarzes Loch durch die Welt fliegen. So.
was so Sachen aufsaugt, wie da eben gezeigt. Krass. Das Universum zerstören wird. Dummerweise führt dieser wissenschaftliche Versuch zu unvorhergesehenen Konsequenzen. Oh, ein mini-schwarzes Loch. Krass, Digga. Eine schwarze Loch, das durch den Beschleuniger erzeugt wird, entwickelt sich zu einer Bedrohung für die gesamte Stadt und wird immer größer. Wenn noch ein Ding reinfliegt, könnte es seine kritische Masse erreichen. Am Ende des Tages saugt das schwarze Loch ganz Springfield ein und lässt Maggie allein in der zerstörten Stadt zurück. Maggie Rotman hat da. Das ist wohl ein Szenario, das vielleicht irgendwann sehr, sehr weit in Zukunft passieren kann. Aber trotzdem machen sich einige Leute Sorgen darüber. Laut Wissenschaftlern ist das nächstgelegene schwarze Loch zu unserem Planeten etwa 1560 Lichtjahre entfernt. Es besteht also nicht wirklich eine Chance, dass sowas mal schnell passieren kann. Marskolonien. Um zum Mars zu reisen, dauert es ungefähr 9 Monate. In vielen Filmen sah man schon Kolonien auf dem Mars. Doch wird das ab 2024 allmählich Realität? Das ist doch Elon sein Plan auch, ne? Was sagen die Simpsons dazu? Folge 16 aus Staffel 27 hat den Titel Die Magianer. Lisa erfährt in der Episode aus 2016, dass die Regierung nach Freiwilligen sucht, die bereit sind, sich für die Kolonien auf dem Mars anzumelden. Diese Mars-Menschenspinner. Um einer der ersten Bewohner... Ja, so sagt gerade, die Simpsons haben eine miese KI, die die Wahrscheinlichkeit ausrechnet. Ich habe Code geknackt, hahaha. Möglich? Möglich? Ich meine, sowas gibt's ja auch schon. Aladdin von BlackRock, Bro. Die haben ja auch so ein Programm, was Zukunftsprognosen macht, quasi auf dem Finanzmarkt, nachdem sie sich richten und Entscheidungen fällen, so weißt du? So. Einer anderen Welt zu werden, meldet sich Lisa völlig begeistert freiwillig. Wir können es uns nicht leisten, dich zum Mars zu schicken. Es kostet nichts. Billiger als College. Nein! Marge findet die Idee nicht so gut und versucht Lisa davon abzubringen. Lass es mich bitte versuchen, wer weiß, ob die mich überhaupt nehmen. Ich meine, ich würde mich nehmen. Hat aber nicht funktioniert, also meldet sich die gesamte Familie zu diesem Trip an. Wir bewerben uns für die Mars-Mission. Die Simpsons und weitere Kandidaten werden für eine Woche in eine simulierte Mars-Umgebung gesteckt. Ich weiß noch damals, wo ich jünger war, so ein bisschen, in der Schule war und so, da war eigentlich der Plan, dass wir auf den Mond gehen und dass man so Mond, wie sagt man, so dahin traveln kann und da Urlaub machen kann quasi so, weißt du, für Leute, die reich sind, dies, das, bla bla bla. Das war in den 90ern, Digi. Jetzt haben wir 2024 und haben immer noch nicht die Technologie, um wieder auf den Mond zu fliegen, Alter, aber wie geht das denn? Das soll mir mal einer erklären, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Wie kann das sein? Bei dieser ganzen angeblich heftigen technischen Entwicklung mit KI und bla bli blub. Aber die Technologie, die wir mal in den 60ern hatten, um auf den Mond zu fliegen, die können wir jetzt nicht mehr, geht nicht mehr. Da will ich Antworten drauf haben. Sie auf die Bedingungen des roten Planeten zu testen. Die nächste Woche lebt ihr im marsianischen Habitatsimulator. Alle Männer werden am Ende der Woche wegen ihrer Unordentlichkeit und Dummheit entlassen. Eure riesige... Elon Musk will mir irgendwas erzählen von Mars-Missionen und so ein Scheiß, Digi. Flieg doch erstmal auf den Mond, mein Jutster. Junge. Und das Video, was du da gemacht hast von deinem Auto für die Promo, dass das im All da rumfliegt und so, das glaube ich auch nicht. Hast selber gesagt, wir haben bessere CGI. Das sieht so fake aus, dass es schon wieder echt sein muss. Ah, jo. Super Argument, mein Jutster. Kompetenz hat den Weltraum für immer beschämt und besudelt. Oh, das ist eine blöde Idee und ich hoffe, dass alle draufgehen. Marge und Lisa hingegen werden als Finalisten ausgewählt. Die Episode endet mit dem Blick in das Jahr 2051, wo Marge und Lisa auf dem Mars leben. Es ist mein Leben und wenn ich den Mars verlassen und auf der Venus leben möchte, dann kannst du mich nicht aufhalten. In echt wissen wir, dass Elon Musk den Plan hatte, den Mars zu besiedeln. Er spricht seit Jahren darüber und hat dafür sein eigenes privates Raumfahrtunternehmen für diesen Zweck gegründet. SpaceX heißt dieses Unternehmen und gibt es seit 2002. Elon Musk hat das Jahr 2029 genannt, in dem sein Ziel wahr werden soll und der erste Mensch den Mars betreten wird. Auf dem Mars bist du mein Sklave. Ja, egal, so oder so, soll mir recht sein. In Episode 15 aus der 16. Staffel. Du bist schwul und scharf auf den Maulwurf, Mann. Im Gegenteil, du bist... Schwulhaut? Habt ihr das noch gesagt damals oder was? Das darfst du heute auch nicht mehr sagen, oder? Politisch korrektnismäßig so. Einfach sagen, du bist schwul und scharf auf dem Maulwurf? Niemand. Da durfte man noch ganz normal reden. Ist scharf auf den Maulwurf, Mann. Stürzen Bart und Lisa, während sie sich streiten, in den Keller von Professor Frink. Frink benutzt eine astrologiebasierte Maschine, um den Kindern ihre Zukunft als Teenager zu zeigen.
8 Jahre in der Zukunft bereiten sich Bart und Lisa auf ihren Highschool-Abschluss vor. Lisa macht ihren Schulabschluss 2 Jahre zu früh. Und Bart macht seinen Schulabschluss. Homer und Marge haben sich getrennt, nachdem Homer die Ersparnisse der Familie für ein Unterwasserhaus verprasst hat. Hey! Fahrt meine Gartenmöbel zurück! Ich hätte gern so ein Haus. Lisa macht ihren Abschluss und hat ein Stipendium für die Yale University. Bart hat erzählt, du gehst nach Yale. Ja, auch wenn Yale jetzt McDonald's gehört, ist es immer noch eine tolle Uni. Sie ist in dieser Zukunft sogar mit Milhouse zusammen. Wer hätte das gedacht? Du bist weich geworden im Alter von 12, als er dich aus einem brennenden Haus gerettet hat, dessen Feuer er selbst gelegt hatte, wie sich später herausstellte. In dieser Folge düsen Homer und Bart durch die Straßen in schwebenden Autos. Warum hast du den ersten Schwebewagen gekauft, der je gebaut wurde? 2024 könnte das Jahr sein, in dem wir endlich auch zu schwebenden Autos kommen. Ein Unternehmen namens Sesmon Sky plant angeblich ab 2024 die ersten Auslieferungen seines Switchblade-Flugautos zu starten. Das Auto wurde 14 Jahre lang entwickelt und ist nicht nur bereit, es der ganzen Welt zu präsentieren, sondern auch mit der Auslieferung an ihre Kunden. Crazy. Beginn. Man kann damit noch ganz normal fahren, aber wenn man dann die Flügel dran setzt, kann man damit auch fliegen. Bruderherz. Fliegende Autos ist schon eine wilde Geschichte, ne? Aber viele sagen, es wird dann eher aussehen wie so Drohnen. Und nicht wie Autos oder Flugzeuge, wie das eben gezeigt wurde. In derselben Folge. Und wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass die gesteuert sind von KI oder so. Meinst du, wir können die, wenn es die Dinger gibt, dann auch selber steuern? Glaube ich nicht, das ist viel zu gefährlich, oder? Der erfolglose Bart eine Hologramm-Nachricht von Nelson, der seine Band zu einem Auftritt in einem Club einlädt. Ein Hologramm für Bart Simpson! Hey du Schwachkopf, deine Band kann heute Abend in meinem Club spielen! 2024 könnte das Jahr werden, in dem es auch bei uns mit Hologramm-Nachrichten langsam losgehen könnte. Europas größten Telekommunikationskonzerne tun sich mittlerweile zusammen, um diese Technologie vorwärts zu bringen. Auf der Nachrichtenseite Stern wurde ebenfalls ein Artikel geschrieben, dass Holographie Realität werden kann. Bei der Telekom sprach man von einer spannenden Phase, die den Traum der Telefonie Realität werden lässt. Als stünde mein Gesprächspartner vor mir. Dinge, die wir uns oft alle fragen, ist, was sagt mein Tier zu mir? Was soll dieses Bellen oder Miauen? Was willst du mir sagen, Hund? Oder ob ein Baby mit seiner Sprache etwas Bestimmtes ausdrücken will. Laut den Simpsons sollen wir wohl bald die Babysprache verstehen können. In der Folge 24 aus Staffel 3 wird der Bibelübersetzer vorgestellt. Die Episode heißt Der vermisste Halbbruder aus 1993. Eine Routineuntersuchung bei Homer zeigt, dass er keine Kinder mehr zeugen kann. Und jetzt vergleichen Sie die mit einer normalen Spermaprobe. Oh ja. Was wohl an seiner Arbeit im Kernkraftwerk liegt. Er könnte uns auf Millionen verklagen. Heilige Perlmutter, trommeln Sie meine Anwälte zusammen. Aus Angst, von Homer verklagt zu werden, verleiht ihm Mr. Burns eine Auszeichnung für seine Dienste. Dazu soll er ein Preisgeld von $2000 bekommen. Dazu muss er nur eine rechtliche Verzichtserklärung unterschreiben. Wenn Sie Mr. Simpson eine bescheidene Summe, sagen wir ein paar Tausend, anbieten, wird er so baff sein, dass er alles unterschreibt. Sie ihm unter die Nase halten. Absolut genial. Um Homer dazu zu bringen, zu glauben, dass er tatsächlich einen echten Preis erhält, inszeniert Burns eine aufwendige Zeremonie. Der Gewinner ist Homer Simpson. Ah, ich hab gewonnen. Davon erfährt Homers Halbbruder Herb, dessen Firma durch Homer pleite gegangen ist. Oh, ich bin ruiniert. Wodurch er obdachlos wurde. Er versucht, seinen Halbbruder dazu zu überreden, ihm das Geld zu leihen. Was hältst du davon, wenn du mit den $2000 einem gebrochenen Mann nochmal eine Chance gibst? Nein. Auf jeden Fall gegen später in der Folge fängt Maggie an zu weinen. Und Herb kam dadurch auf eine geniale Idee, um reich zu werden. Er entwickelt ein Gerät, um die Babysprache zu übersetzen. Er sagt euch genau, was im Kopf des Kindes vorgeht. Das ist krass. Ich will das, was der Hund da gerade frisst. Wie es aussieht, wird das wirklich Realität. Denn eine Firma namens Was? Zoom Dream hat auf eine Technikmesse sowas ähnliches präsentiert. Die App soll mit Hilfe von KI dabei helfen, die Bedürfnisse von Babys zu erkennen. Nein! Vielleicht wird diese App 2024 den Markt erobern. Und die Simpsons hatten recht. Wie soll das denn gehen? Das kannst du nicht machen, Bro. Jetzt. Wie sollen die das denn hundertprozentig vorhersagen, so, weißt du, wie ich meine? Das ist doch nicht wie eine Sprache oder so, Babygejaule. Oder? Oder Frequenzen vielleicht auslesen und dann irgendwie Wahrscheinlichkeiten auch wieder benutzen. Gedanken zu kontrollieren würde der ein oder andere Politiker oder auch Konzern gerne können, wenn sie es nicht... Ja, da hast du recht, Deus. Würden die Menschen sich etwas Mühe geben, bräuchten sie diese App nicht dafür. Ja, dann könnten die fühlen, was sein Kind gerade will. Wenn die Verbindung zum Kind auch vernünftig wäre und die auch mal wieder richtig Aufmerksamkeit schenken würden und nicht, wie ich das oft sehe, ihr Kind einfach
mit einem iPad abschieben oder selber die ganze Zeit am Handy sein und gar nicht richtig aufmerksam sein soll. Und auf gewisse Art und Weise machen. Sowas ist in Staffel 12 aus 2002 passiert, und zwar in der 14. Folge mit dem Titel Die sensationelle Popgruppe. Nachdem Homer eine Dokumentation über die Olympischen Spiele gesehen hat, entscheidet er sich, am Springfield-Marathon teilzunehmen. Bob Beamon sprengt den Weltrekord im Weitsprung. Damit will er Martin weisen, dass er fit ist. 38? Das ist genau mein Alter. Ich habe mich entschlossen, den Springfield-Marathon mitzumachen. Ort verkleidet sich als Italiener und gewinnt den Marathon durch Betrug. Aber ein Vogel reißt ihm während der Pokalübergabe seinen falschen Schnurrbart ab. Grazie, Springfield! Um der aufgebrachten Menge zu entkommen, nimmt Bart eine Mitfahrgelegenheit von einem Fremden an. Wer sind Sie? Das wirst du schon noch rechtzeitig erfahren. Der sich als Musikproduzent LT Smash vorstellt. Augenblick, hier steht, Ihr Name ist LT Smash. Jetzt ist es soweit. Ich bin LT Smash. Er bietet Smash die Möglichkeit, Smash it in, motherfucker, in einer Boyband teilzunehmen, die er gegründet hat. Ort nimmt die Gelegenheit an und die vier Jungs steigen schnell zum Ruhm auf. Die Partytruppe, wir regieren die Erde. Die tollste Band, die es jemals geben werde. Indem sie heimlich eine entwickelte Software zur Stimmverbesserung verwenden. Danke, NASA. We're the best band in the world. Ja, das kennen wir ja heute schon. Die Band veröffentlicht einen Song namens Drop the Bomb. In dem Musikvideo hört man einen seltsamen Satz. Lisa analysiert verwirrt das Video und entdeckt eine unterschwellige Rekrutierungsbotschaft für die US Navy. Ah yeah, join the Navy. Rückwärts abgespielt heißt der Satz Join the Navy. Kenn ich auch noch die Folge. Die Botschaft scheint auch die Menschen in Springfield zu beeinflussen. Diese rückwärts abspielen Filme, so, die, also da gibt es einige Sachen, ne? Was haben wir uns da reingezogen hier? Die Macht der Medien, da war doch auch eine Sequenz irgendwie oder ein Song oder so. Von Jay-Z, war das nicht von Jay-Z irgendwas mit Jesus Should Die oder irgendwie so ein Scheiß, irgendwas Wildes im Intro von irgendeinem Album. Jetzt hör aber auf, Lisa, wir haben immer Popstars benutzt, um Leute anzuwerben. Auch in der echten Welt hat das Militär Unterhaltung als Propagandamittel genutzt, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in den Kinos. Ja, okay, das ist ja jetzt nicht kein verstecktes Wissen, was er hier sagt, so, das ist ja offiziell, oder? Auch nicht so schöne Dinge werden vorhergesagt. Die Musik- und Filmindustrie wird definitiv genutzt, um uns unterschwellig Messages in unseren Kopf reinzudrücken, damit wir dann gewisse Entscheidungen treffen, unbewusst, wo wir gar nicht genau wissen. Also wir treffen die Entscheidungen nicht bewusst, sondern weil wir auf eine gewisse Art und Weise programmiert sind, Bro. Für mich keine Verschwörungstheorie oder so, das ist für mich Realität. Wie zum Beispiel der Zusammenbruch der Wirtschaft. Ja, ich bin ein mieser Schwurbler mit Aluhut. Genau so sieht's aus. Und ich bin auch stolz darauf, Digga. Wehschu. Pleite. In der Folge, wo Lisa das Amt von Trump übernommen hat, der eine fast komplett zusammenbrechende Wirtschaft hinterlassen hat, wird gezeigt, welche Probleme auf Lisa zukommen werden. Nun ist zwar Trump nicht Präsident, aber ihr wisst ja, dass er 2024... Was denkt ihr, Digga? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass Trump 2024 wieder Präsident wird. Zwei, wenn ihr sagt, auf keinen Fall. Drei, wenn ihr sagt, es wird Kanye West, Bro. So. Wahl antreten wird. Und bisher läuft es wirtschaftlich nicht sehr gut da drüben. Generell geht weltweit ziemlich nach unten alles. Und die Aussichten der Zukunft sind mehr als düster. Hoffen wir mal nicht, dass 2024 wirklich das Jahr sein wird, in dem alles immer mehr ins Chaos stürzt. Finanziell stehe ich bestens da. Ich warte nur darauf, dass ich meinen Prozess gewinne. Okay, dritter Weltkrieg. Jetzt sind wir da, Digga. Am 22. November 1987 wurde eine besondere Episode von den Simpsons in der Tracy Ullman Show ausgestrahlt. Das war eine amerikanische Sketch-Comedy-Show, die von 1987 bis 1990 ausgestrahlt wurde. Die Episode dreht sich um Homer, der wiederholt seine Familie mit Schreckensszenarien zum Dritten Weltkrieg erschreckt. It's World War III! Er weckt seine Familie mehrere Male auf und bittet sie, in den Atomschutzbunker zu rennen, um zu testen, wie schnell sie reagieren. Auch wenn die Sendung Satire war, könnte es eine versteckte Botschaft sein. Denn aktuell sind wir leider näher an einem erneuten Weltkrieg dran, als zu der Zeit, in der die Folge ausgestrahlt wurde. Irgendwann haben wir, einer sagt, der nächste wird Roboter sein. Vielleicht haben wir irgendwann einen KI-Präsidenten. Ich meine, es gibt ja schon KI-AI-Influencer. So, vielleicht haben wir auch irgendwann dann einen KI-Präsidenten, den es eigentlich gar nicht gibt, Digga, aber der dann Reden hält und so, der aussieht wie echt, aber den gibt's nicht in echt. Ist im Endeffekt eh das Gleiche, weil die Jungs, die da stehen, sind auch nur Marionetten, die die Dinge umsetzen, die sie gesagt bekommen, so. Also, ist nicht weit hergeholt, Majutzer. Der Krieg in der Ukraine, die aktuelle Lage in Israel, aber auch die Gefahr eines Kriegs zwischen China und Taiwan zeigen uns leider, dass die Welt zurzeit kein friedlicher Ort ist. Auch die globale Wirtschaft ist in keiner besseren Lage, das auch zu immer mehr Konflikten führt.
Vieles, was die Simpsons vorhergesagt haben, sind einfach nur Prognosen, wenn man verfolgt, was so in der Welt passiert. Die Chancen sind aber dennoch hoch, dass schlimme Dinge passieren können. Momente des Friedens und die Verbundenheit mit der Familie sind keine Selbstverständlichkeit. Deshalb sollten wir umso mehr zu schätzen wissen, was wir haben. Gute Message am Ende, Digga, feier ich. Starkes Video auf jeden Fall, interessant. Guter Typ auch, ne? Gute, angenehme Stimme. War sehr unterhaltend auch. Feier ich. Liebe geht raus an den Video-Creator. Und natürlich auch an die ganze Community. Lasst eure Gedanken dazu gerne unten in den Kommentaren da. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.